Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Savage Land Staffel 2. Und ich bin nicht alleine, mit mir zusammen, gefangen in dieser steinernen Hütte, ist der Extreme Zockt. Hallo. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge eine Menge Spaß mit einem kleinen Skelett. Unsere Feuer sind aus, das ist ja tragisch. Natürlich habe ich keinen Flint. Natürlich habe ich keinen Flint. Ja, ich hab auch gar nichts, deswegen. Das war klar. Doch, Flints habe ich. Ich komme. Müsst nur einmal Flint reinsetzen, dann würde es funktionieren. So, Zineb. Also, ich muss sagen, ich feiere es immer noch, dass die Stacks erhöht worden sind. Ich feiere das ganze Spiel extrem. Immer noch. Also, neue Aufnahmesession, aber ich bin immer noch begeistert. Und man muss sagen, unsere letzte Aufnahmesession ist ja gar nicht mal so lange her. Das muss man dazu ja sagen. Und wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass wir wieder können. Ja, unbedingt. Ja, was kann man noch sagen? Es gab jetzt wieder ein Update. Ich habe irgendwas gelesen, dass Modifikation beziehungsweise dass es da wegen dem Update hier Ghule und sowas sollen reingepatcht worden sein. Oh ja, habe ich voll Mühe. Aber genaueres kann ich leider nicht dazu sagen, was jetzt neu ist. Für mich ist ja immer noch hier alles neu. Stimmt, also und ja sowieso noch. Ist halt gerade ein Leck. Ich werde erstmal wieder dafür sorgen, darum wir echt achten, dass wir regelmäßig die Baumwollen hier ernten und Bandagen machen. Weil irgendwie Bandagen ist so mega wichtig hier geworden. Deswegen ernte ich nochmal alles fleißig. Ja, ich habe gerade nochmal die Kohle geholt, hole natürlich auch das Tin. Ja, was immer noch das Problem ist, das sehen wir auch hier ab und zu mal, das ist, dass es immer noch so stellenweise freest. Das ist ein bisschen doof. Also das ist wohl noch nicht rausgepatcht worden. Das ist wahrscheinlich, weil alles anders ist. Denn wir haben auch gesehen, dass sich der Entwickler verändert hat. Es ist nicht mehr Digital DNA Games. Es ist jetzt, ja? Ach ja, Smart Ghost. Genau, irgendwas mit Ghost auf jeden Fall. Und noch Wildschwein. Was meint? Böses Wildschwein. Ich komme jetzt gerade auf den anderen Namen. Also wahrscheinlich hat sich deswegen, die wurden, entweder haben sich fusioniert oder wurden aufgekauft. Also das Spiel, die Rechte am Spiel. Und deswegen hat sich auch so viel verändert im Spiel, beziehungsweise das ganze Spiel. Aber genaueres kann ich dazu leider auch nicht sagen, weil es ist ja auch für uns alles neu. Vielleicht habt ihr sonst auch mehr Infos, dann gerne immer an uns ranreichen. Wenn ihr da näher wissen, mehr gelesen habt als wir, gerne Bescheid sagen, wird uns auch interessieren. Genau. Baumwolle gibt definitiv jetzt mehr Baumwolle als sonst. Okay, haben sie das erhöht? Ja, ich hatte vorhin nur ein Stack voll, vielleicht mal ein bisschen mehr, jetzt habe ich 3 Stacks voll. Boah, haben wir jetzt Bandagen ohne Ende. So hoffe ich zumindest. Wunderbar. Ach, aber ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, kostet es jetzt aber auch mehr, eine Bandage zu machen. Oh, das ist natürlich der Negativaspekt. Wie gemein die sind. Ja, wir müssen Sachen auf jeden Fall aus Tin machen. Sprich, eine Tin, also eine Truhe, dafür brauchen wir auch Tin und Kohle. Wir müssen noch zusätzlich, was war es denn noch? Es war ja nicht nur... Ach genau, Tin-Werkzeuge, damit wir auch besser und schneller abbauen können. Also, das heißt, sehr viel Tin und Kohle sammeln und Flint sowieso, um Pfeile zu machen und Tiere zu jagen. Also, wir haben so viel vor, wie in der letzten Aufnahmesession auch. Ja, das stimmt. Und vor allem, was momentan echt wichtig sind, ist einfach wirklich Kisten. Wir werden einfach so viel zusammensammeln, wir werden so viel brauchen, wir werden Platz brauchen. Jetzt habe ich gerade wieder einen kleinen Freeze. Ja, gerade okay, auch ganz kurz bei mir. Jetzt ist der Freeze wieder weg. Und das ist doch ganz schön. Vor allem müssen wir dann auch noch Holz sammeln, damit wir immer schön das Lagerfeuer halten können, weil ja doch schon die Kälte mehr reinzieht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die Kälte macht jetzt mehr Schaden als vorher. Ja, zumindest haben wir jetzt Schuhe und Armschiene. Und dass wir nichts an der Brust haben, das ist egal. Ja, wir haben eine echte Männerbrust und wir haben eine Unterhose an, das reicht für echte Männer. Genau, und meine hat ein formschickes Gesicht, ich feiere meinen Charakter immer noch. Oh ja, ja, ich finde dein Gesicht auch richtig hübsch.
Ja, möchte ich gesagt haben. Also. Ich fand es einfach so grandios, hier eine Folge, wo du mir ins Gesicht geschaut hast. Ich habe diesen Charakter extra so gemacht. Weil sonst mache ich ja immer Erzählt so Krieger oder sonst was, damit er so aussieht. Aber diesmal habe ich gedacht, oh, das Gesicht ist so doof, das muss ich einfach nehmen. wie auch extra gegen allen Anwettern muss, ja? So, was bräuchten wir eigentlich für eine Alles. größere Tasche? Ja, das auch. Back of Iron, ne, den Bark, Bandage. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Genau, damit kannst du dich mal auseinandersetzen. Vielleicht brauchen wir da auch vier Pin, nicht Pin, sondern Tin, wie heißen die, Nägel oder sowas? Werde ich gleich mal gucken. Dragon Core. Ja, sicher. Bin gleich dabei. Fresh Water. Fresh Rocket Back. Da, was brauchen wir hierfür? Was ist das? Back of, okay, Iron sind wir so etwas entfernt. Dezente. Cord, Leatherhide, Drip, Leie, Needle. Erstmal eine richtige Tasche finden. Slot 24, Small Dragon Skullback. Die holen wir, oder? Natürlich, das Dafür klingt brauchen wir nur machbar. Blood of the Broad, Green Dragon Scale, ein Yellow Dragon Scale und Decay Pelt, oder? Machen wir schnell. Klar, aber sicher. Oh, was wir theoretisch machen könnten, was relativ einfach sogar wäre, wir könnten uns auf jeden Fall schon Taschen machen, die auf jeden Fall vier Slots hätten. Und davon sogar mehrere. Vielleicht wäre das sogar der erste Schritt, dass wir acht solche Dinge haben. Ja, das wäre super. So, was bräuchte ich dafür? Leatherhide und Zenith. Und davon haben wir, glaube ich, auch mehr. Leatherhide und Zenith. So, Geht ja manchmal. erstmal, dass wir so grundtechnisch einfach mehr tragen können. Ja, manchmal ist es ja ein bisschen komisch, hier so einen Busch kaputt zu machen, ey. So, Craft. Ich sammle auch direkt mal ein paar Äste ein, weil da haben wir auch gar nichts von. Und mich stört dieses Gebüsch hier auf dieser Insel. Siehst du gar nichts. Ist auch ganz gut, dann kann ich mir direkt mal ein paar Pfeile machen. Oh, und dann habe ich jetzt hier auch nochmal so einen Stein gesehen, der mir was gibt? Flint? Was gibt der mir? Flint. Ja, das ist ja super, passt auch. Du hattest ja schon einen Vierer, ne? Du hast nur eine größere Tasche gefunden, wenn ich recht In entsinne. Zweiertasche. Also Ach, eine ein Plan Zweiertasche. mehr. Ja, Garys Tasche war es. Langsam muss ich aber auch mal zurück. Ich habe nur die Hälfte des Lebens wegen des Frierens. Oh Gott, hier sind noch viel mehr Büsche. So, ich habe hier vier Taschen schon mal für dich. Vier Vierer-Slot-Taschen. Was? Vier Stück direkt? Das ist super. Ich komme sie jetzt ab und ich muss sowieso Platz schaffen, sonst kann ich das gar nicht mehr nehmen. Oh, wir brauchen Holz. Ich hole einmal kurz Holz. Ja. Die liegen beim Lager, die Taschen, ne? Okay. Och, gib mir doch jetzt so einen blöden Stick hier. Gibt's doch gar nicht. Oh, hier Büsche geworden, krieg nicht mal einen Stick. Oh. Da ist einer gedroppt. So, jetzt habe ich auch den letzten. Craft. Zack. So. Dann hätten wir das auch schon mal. Oh, hoffentlich kriegen keinen Fallschaden. Also durch den Baum meine ich. Das wäre mich jetzt echt ärgerlich geworden. Das glaube ich dir gerne. Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht. Also hier auf dieser kleinen Insel sind doch ein paar Flintsteine. Also lohnt sich dann doch ganz gut, da immer genauer zu schauen. So, ich habe das Feuer entfacht. Hier haben wir noch Sine. Kohle war nicht zufällig wieder da. Doch. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön.
So. Ich hab Kohle dabei. So, ich komme jetzt auch mal zurück, sonst erfriere ich hier noch. Ich muss nur durch das kalte Wasser. Kann ich das irgendwie... Weißt du zufällig, ob ich hier Stacks irgendwie splitten kann? Mit Shift irgendwie. War das... Ach, Enter, genau. Enter Stack. Hier, ich hab dir hier nochmal Bandagen hingeworfen. Ja, warte, ich muss mich mal erstmal jetzt hier ausstatten. Was mal ist eben das denn mit hier? Den Rucksäcken. Oh, ich hab hier noch einen Rucksack. Der liegt jetzt hinter der Kiste. Wunderbar. Hinter der Kiste. Ach, da sind die Bandagen. Hast du jetzt überhaupt Rucksäcke? Ja, also wir haben jetzt beide, müssen jetzt 5 Vierer haben. Das ist, ja, ja. So, ich hole jetzt nochmal ein bisschen Holz, weil ich brauche unbedingt wieder Pfeile. Ja, Pfeile habe ich mir gerade ein paar gemacht. Ich guck mal, ich entmülle mich erstmal. Ah, die Stümpfe kriegen jetzt doch einen Woodlock. Ja, das habe ich in der Aufnahme auch nochmal gesehen. Ich habe es mir auch nochmal angeschaut und ich habe dann tatsächlich gesehen, dass manch ein Stumpf auch Baumstämme gibt, aber nicht jeder. Deswegen war ich verwirrt und sagte erst von wegen, die geben ja gar nichts mehr. Aber das stimmt nicht ganz. Konntest du nochmal von deiner famosen Lüge nochmal zurückweichen? Genau, nachdem ich so eiskalt gelogen habe. Greif mich nicht an, der Baum greift mich an. Ey, das würde ich irgendwie feiern. Du hackst auf dem Baum rum, ja? Und irgendwann, eigentlich ist es ein Baumriese. Und wenn du, sobald du einmal raufhaust, steht er auf und denkt sich, jetzt gibt's Ärger. Gib ihn. Genau. Boah. Und dann muss ich aber auch sagen, da würde ich so richtig schnell zu dir laufen. Ja, ist dann so ein Erlebnis wie mit dem Skelett zuletzt, ne? Wir erinnern uns zurück. Nur diesmal würde ich echt versuchen, aus der weiten Entfernung einfach zu lachen. Ja. Ich musste mich ja schon beim Skelett kaputt lachen. Also man muss sagen, wir haben diese wirklich sehr emotionale Szene sehr kaputt gemacht, ja. Ja, doch, sehr. So, jetzt muss ich mal eben schauen, was brauchen wir denn hier? Ich will ja unbedingt das Werkzeug, beziehungsweise, ja doch, das Werkzeug craften. Zumindest schon mal, dass jeder ein Hammer hat aus Tin. Das wäre, glaube ich, schon mal viel wert. Das wäre schon mal richtig gut. Das hat eine Haltbarkeit von 264. Und die Stone-Sachen... Oh ja, doch. So ein Tinhammer ist sehr viel effektiver. Dafür brauchen wir Leather-Strips. Haben wir davon nicht noch welche? Oder... nein, aktuell... Doch, haben wir. 3 Stück. Wie stellt man die nochmal her? Dafür braucht man Leather-Hide, ne? Ich meine ja, ich aber weiß aber nicht, ob ich alles Leather-Hide jetzt verbraucht habe, aber da wären auch wieder. Warte mal, ich kann ja auch aus diesen einen Fällen hier craften, Leather-Hide draus machen. So, und daraus mache ich dann Leather-Strips. Wunderbar. So, dann schauen wir uns das nochmal an. Was brauchen wir jetzt nochmal genau dafür? Tin Hammer. Habe ich alles da? Ich muss nur noch 2 Ingots machen. Kriege ich auch hin. Tin Ingots. 2 Stück. Bleib doch stehen, Riechen. Wieso geht das jetzt hier gerade nicht? Tin Hammer. Forge. Ach nein, das ist ein... Nein. Was denn? Das ist nur ein Schmelzofen, das ist ja keine Forge. Wir müssen uns erst einen Schmelzofen machen. Alter Finne, ey. Das ist ganz schön komplex. Okay, ist ja auch logisch, aber es ist dennoch komplex. Zu unserer Verteidigung, vorher war es nicht so, ja? Vorher war es sowieso ganz anders. Aber es gibt hier, das ist zwar eine Blacksmith, aber da steht zwar jetzt nicht Forge davor. Es gibt ja einmal die Dragonforge, aber ich denke mal, dass der Blacksmith doch das ist, was wir wollen. Wahrscheinlich, hoffentlich. Ich schaue mal. Ach, der rennt auch und höre ich gerade lang. Ja, dann machen wir hier so eine kleine Schmiedeecke hier beim Haus. So. Ach, da ist er doch.
Und dafür bleib stehen, ich habe dein Kind gefunden. Mastercraftsman als Errungenschaft bekommen. Du Crafter. Ah, toll. Jetzt brauche ich natürlich noch 4 weitere Ingots. Wo ist es denn jetzt, wenn ich blind? Was? Ich kann keine herstellen. Was fehlt denn jetzt schon wieder für ein Tin-Ingot? Huch, haben wir jetzt zweimal dasselbe gebaut? Nein. Ach nee, das ist hier zum Ohre einschmelzen und eine Porre. Ich muss genau vor dem Smelter stehen, damit das geht. Ich verstehe. Ach, jetzt können wir auch Needle machen. Und Wooden Planks. Jetzt ist nur die Frage. Du kümmerst dich um die Werkzeuge, hast du gesagt, ne? Ja, wenn das denn irgendwann mal funktioniert, dann ja. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Das ist natürlich jetzt die Frage, was... Woran mache ich Nein, es fehlt Kohle, dein Ernst. Jetzt habe ich hier für die ganze Crafterei die gesamte Kohle verbraucht und habe im Endeffekt, ja. Also Tintengots habe ich. Alles. Ich glaube, ich werde mal ein wenig jetzt mal die Insel hier mal auf die andere Seite erkunden. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwo nochmal einen Kohlespot. Ja, ich würde auch gerne erkunden, aber, ja, ich kann ja mal... Das Ding ist einfach, das Inventar ist voll, also die Kiste ist voll. Ja, dafür können wir, du kannst auch alles, was du unterwegs gebrauchen könntest, sonst erstmal mit ins Inventar jetzt nehmen. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Platz. Ja. Wir wandern denn durch die Berge. Ich schaue nochmal, was brauchen wir denn jetzt für die Kiste nochmal? Die so, Chest. Was haben wir das? Bitte lass es Kohle sein. Ach, dafür brauchen wir auch Kohle. Super. Ja, also Kohle ist wichtig. Also ich glaube, wir sollten echt erstmal zusehen, dass wir Kohle finden. Ich glaube, das ist mit das, was wir jetzt erstmal machen sollten. Ja, also... Dieses eine Kohlevorkommen reicht einfach nicht. Ne, es sind sogar 2 auf dieser kleinen Insel, aber das reicht dennoch nicht. Du musst auch mal gucken an den Felsen, die hier sind, wo man abbauen kann. Da ist meistens immer noch ein Flöz dabei. Also sowas zum Abbauen, meine ich. So, kann ich mir noch mehr Pfeile machen? Habe ich jetzt genug Flint? Habe ich jetzt genug? Primitive Flint Arrow? Jawohl. So kommen wir doch langsam auch mal auf die Summe an Pfeile, die ich haben möchte. Oh, jetzt wird es natürlich dunkel, das war ja klar. Ja, ich bin jetzt aber auch gerade unterwegs, mal ein bisschen hier rumschauen, was man denn hier so findet, eventuell. Oh, das ist ein Mama-Wildschwein. Komme ich auf den Felsen? Ja, ich komme tatsächlich auf den Felsen. Ein guter Jäger, wie ich bin, bleibe ich in Sicherheit. Natürlich. Aber momentan finde ich ehrlich gesagt nur Flints. Obwohl die hier auch wichtiger sind denn je. Aber ich friere. Ich muss gleich wieder ins Dorf zurück. Nein. Ach doch, getroffen. Okay. Oh, da ist jetzt natürlich auch noch ein Wolf. Mal, wie viele Pfeile schluckt das Wildschwein denn? Oh, da ist auch noch ein Skelett, super. Also beim Wildschwein, da kannst du eigentlich einfach draufhauen. Also das große Wildschwein macht eigentlich gar nicht so viel Schaden. Ja, ich bemerke es gerade auch, weil es frisst so viele Pfeile. Naja, das steckt aber schon gut ein. Naja. So, ich muss mir erstmal erwärmen. Und da ich ja noch ein bisschen Slot-Platz habe, werde ich wahrscheinlich dann... Ja, hatte ich gerade einen Freeze? Ja, ich habe auch immer wieder mal einen Freeze. Also das ist noch ein bisschen störend. Ansonsten... Ah, das ist noch ein Wildschwein. Ansonsten geht es. Ah, hier ist ein Feld zum Abbauen. Da ist aber auch ein Skelett. Komm her. Ja. Aber ein Spiel, wo ich auch wirklich merke, es geht voran, bin ich auch gewillt, solche Fehler zu verzeihen. Wenn man merkt halt, es wird weiter dran gearbeitet. Ne? Aber da kann das von mir auch nochmal richtig anklecken, wenn ich weiß, beim nächsten Update ist das behoben. Achso, ich kann ja noch hier Fleisch gucken. Das machen wir doch mal direkt so. Toll. Und was wollte ich? Irgendwas? Ah ja, reparieren wollte ich noch. Sag das doch. Du wolltest reparieren. Danke, dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast. Kein Problem, gerne. Ah, Flint ist hier. Das ist auch eine.
Naja, immerhin nehme ich die Flints mit, auch wenn es keine Kohle ist. Aber so, wir müssen uns halt erstmal so die Spots merken, wo, an welchen Steinen Flints sind und dies und das. Und wenn wir das so alles allmählich drauf haben, dann können wir das auch besser einschätzen, wenn wir eine Loot-Tour machen. Ja, richtig. Aber Flints sind ja jetzt genauso wichtig, also für Pfeile. Aber und solange wir jetzt gleich hier nicht wegkommen, werde ich erstmal Holz hacken gehen. Ja, aber das sollten wir vielleicht verlegen. In die nächste Folge. Er hat meinen Wink erkannt, jawohl. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, uns zuzusehen, wo wir uns erstmal wieder zurechtfinden mussten in der nächsten Folge. Da werden wir richtig abgehen, da werden wir eine ganze Folge lang Holz abernten. Yeah, da wird wieder richtig losgehen, ja. Wenn es euch gefallen hat, schaut da auch gerne beim Extreme Talk vorbei. Der Link zu seinem Kanal ist natürlich unten in der Beschreibung drin. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.